Hedgen sich eigentlich CFD-Broker? Gute Frage, müsste man mal einen CFD-Broker fragen. Soweit ich es weiß, gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar der eine, das ist tatsächlich die Hedging-Variante. Das heißt, Sie nehmen einfach eine Position ein, die das Risiko, was Sie haben, absichert. Also angenommen, du setzt mit CFDs auf fallende Preise, dann, und die Preise würden fallen, dann machst du ja einen Gewinn. Würde heißen, dein Counterpart, dein Gegenspieler, in dem Fall der Broker, würde Verlust machen. Also muss er sich hedgen und ebenfalls auf fallende Preise setzen. Jetzt weiß ich aber auch, dass einige CFD-Broker ihre Kunden in zwei Klassen einteilen, nämlich einmal in die, die Gewinn machen, und deren Geschäfte werden tatsächlich abgesichert, und andere Kunden, wo sie sagen, die machen sowieso keinen Gewinn, die verlieren eh, und die werden dann auch nicht abgesichert, weil dann spart er sich die Absicherungskosten. Meistens wird es also beim CFD-Broker so eine Mischung sein aus abgesicherten Geschäften und nicht abgesicherten Geschäften, und die Instrumente, die er nutzt, können dann ganz vielfältig sein. Also er wird halt gerade was so Währungen betrifft oder Indizes, wird er wahrscheinlich das dann über Futures machen. Das wird jetzt auch nicht so sein, dass er jetzt sagt, jetzt hat Kunde A zwei CFDs gekauft und jetzt muss ich mich irgendwie hedgen, und Kunde B hat nochmal drei gekauft, da hedge ich mich wieder, sondern er wird immer so eine Mischkalkulation machen, also sagen, okay, ich habe so und so viele Kunden, die sind short in dem Produkt, und so viele Kunden sind long in dem Produkt, dann wird sich ja ein Teil schon mal von ganz allein aufheben, und den Rest wird er dann über möglichst kapitalstarke Produkte, also wie Futures, wird er sich entsprechend absichern, und bei Aktien würde er ganz normal die Aktien eben kaufen oder verkaufen oder auch da vielleicht das Ganze mit Optionen hedgen. Das zumindest ist so das, was ich weiß. Wenn euch das näher interessiert, dann, ich kenne ja doch ein paar Broker, dann würde ich mal einen dieser Broker mal als Interviewpartner holen, und dann kann uns der mal erklären, wie das genau gemacht wird. Aber ich denke, so im Groben kann man sich da schon reindenken, wie das sich absichert. Also die meisten CFD-Broker, auch die etwas seriöseren, die es ja doch immer mehr gibt, die hedgen sich, damit sie auch keine Probleme haben, falls doch mal Kunden massiv schief liegen, so wie es beispielsweise Anfang 2015 war, als die Schweizer Nationalbank den Franken freigegeben hat. Also das sind dann die Broker mittlerweile schon so weit, dass sie sich hedgen und entsprechend abgesichert sind. Mit wem handeln wir eigentlich Optionen? Tja, mit wem handeln wir Optionen? Ist eine ganz interessante Frage. Und zwar, wir werden ja meistens mit einem Market Maker handeln, weil wir ja zum Beispiel in der Strategie oder in den Strategien, die wir verfolgen, ja meist Optionen out of the money handeln. Das heißt also Optionen, die weit weg vom aktuellen Preis sind, und damit fallen die ganzen Hedger, also diejenigen, die am Markt sind, um sich abzusichern, die fallen raus. Machen wir ein Beispiel, Ölpreis momentan irgendwo um die 30 und wir verkaufen 50er Calls. Da gibt es natürlich niemanden aus der Ölbranche, der sagt, ich muss mich für einen Preisanstieg über 50 absichern. Das heißt, diese Marktteilnehmergruppe fällt raus. Bleiben nur noch übrig die Spekulanten. Die sind aber auch in diesen Größenordnungen dann relativ selten, und deswegen werden es zum Großteil immer Market Maker sein, das heißt also professionelle Börsenteilnehmer, die von den Börsen engagiert werden, beziehungsweise sich einen Platz an der Börse damit erkaufen, dass sie eben Liquidität stellen, und Liquidität stellen heißt ja nichts anderes, als dass sie für eine bestimmte Anzahl an Strikes in verschiedenen Underlyings permanente verbindliche An- und Verkaufskurse angeben. Und wenn eben so ein Market Maker sagt, okay, ich gebe jetzt für eben 50er Calls im Öl einen permanenten An- und Verkaufspreis und wir wollen so eine Option kaufen oder verkaufen, dann werden wir in dem Falle mit dem Market Maker entsprechend auch handeln. Also hat sich, glaube ich, die Frage erledigt mit dem, aber der Market Maker muss doch seine erworbene Option wieder verkaufen, also einen Abnehmer finden, oder lässt er die meisten Optionen verfallen, was für ihn ein Verlust bedeuten würde? Naja, so ein Market Maker, der kauft ja nicht nur Optionen, sondern der verkauft natürlich auch eine ganze Menge Optionen. Und für so einen Market Maker, das sind heutzutage alles große Firmen, das sind Investmentbanken, das sind Hedgefonds, das sind computergesteuerte Algorithmen, wo das gemacht wird. Und bei denen ist es so, dass die also Hunderttausende von Optionen gleichzeitig halten, long, short,
alle möglichen Strikes, alle möglichen Underlyings. Und da wird es ganz, ganz selten vorkommen, dass der wirklich mal in Schiefladen gerät, sondern der lebt ja vom Spread. Das heißt also dem der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Und dessen einzige Aufgabe, die er machen muss, damit das gut läuft, ist, dass er viel, viel handelt. Also je mehr er Optionen handelt, umso besser für ihn, weil umso mehr oder umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Geld verdient. Letztendlich, ob der Preis steigt oder fällt des Underlyings, das ist dem vollkommen egal. Er muss nur darauf achten, dass er immer delta-neutral ist und dass er vor allen Dingen vega-neutral ist. Das heißt, er muss die Veränderung der Volatilität möglichst ausgleichen können. Und deswegen betreiben dann solche Market Maker verschiedenste Strategien. Also zum Beispiel, die hedgen sich dann auch teilweise mit den Underlyings. Wenn die also merken, die sind zu viele Deltas long oder short, dann können sie beispielsweise im Aktienbereich, können die dann beispielsweise Aktien eben dazu kaufen oder können auch Aktien short gehen, damit sie insgesamt bei Gesamtbetrachtung ihres jeweiligen Portfolios eine neutrale Position haben. Und wie gesagt, da geht es nur um Masse und um die Differenz zwischen den Bid und Ask, den An- und Verkaufskursen. Das war's an Fragen. Okay, dann versprechen wir mal an dieser Stelle, dass es nicht wieder so lange dauert, bis wir das nächste Video haben. Und ich glaube, wir haben jetzt schon seit Ewigkeiten nicht das gemacht, wie das Ganze ja eigentlich heißt. Espresso getrunken. Also wir müssen definitiv mal wieder Espresso trinken und Fragen beantworten. Heute war es mal aus dem Auto. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke, Nick. Danke, Jens. Servus, macht's gut. Bye, ciao. Bye.